und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karrieremodus mit Dynamo Dresden. Und ja, ich habe in letzter Zeit richtig Bock auf den Karrieremodus. Und deswegen gibt es heute nochmal eine Folge. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, weil wir ja hier im Jugendstab den Gabriel Plettewöld haben, den wir natürlich auf jeden Fall haben wollen, denn der hat einen Wert von 575.000. Habe ich mich dazu entschieden, dass ich den Senemers noch aus der Jugendmannschaft entlasse, weil der hat eine 56 und nur ein Potenzial von 79 bis 87, in Anführungszeichen nur von 79 bis 87. Und vielleicht kann ich mir jetzt den kaufen, den holen? Nein, warum nicht? Okay, das ist blöd, aber vielleicht können wir den dann bei dem nächsten kaufen, weil eigentlich haben wir genug Gehaltsbudget übrig, um sein Gehalt zu stemmen. Von 500, das die ja immer verdienen, aber na gut. Wäre natürlich unglücklich, wenn wir den nicht kriegen würden, weil ich glaube, der ist nicht so schlecht. Wenn er denn schon 575er Wert als 16-Jähriger hat. Und der hat, wir spielen 1:1 gegen Bochum. Und dann gehen wir aber direkt wieder ins Training. Warum sind die da alle nicht da? Warum trainiere ich eigentlich dreimal Oxford? Macht gar keinen Sinn. Schwebel ist eh bald wieder weg, deswegen lohnt sich das eigentlich nicht. Marin ist verletzt. Stefaniak ist verletzt. Oh Gott, warum wusste ich das denn nicht mehr? Warum sind die denn alle verletzt? Dann trainiere ich nochmal Berko. Keine Ahnung. In Durchsetzen. Und kann ich Oxford eigentlich nochmal trainieren? Oxford in Abwehr passen. Schuss. In Schuss, und zwar Schussgenauigkeit, damit er sich weiterentwickelt. Weil andere Leute kann ich ja gerade nicht trainieren. Und deswegen... Sperre ist abgelaufen von Teig Scherer. Okay. Ich habe ganz vergessen, dass wir verletzt sind. Und wo ist Teig Scherer? Da. Kommt dann für den rein und links für den Müller. Und ich hatte ganz vergessen, dass Stefaniak, wie lange ist er eigentlich noch verletzt? Sieht man jetzt hier gar nicht, ne? Nein. Nein, sieht man jetzt gar nicht mehr. Das kann ich aber gleich mal in dem Teambericht, nicht in den Taktikvorlagen, sondern im Teambericht nachgucken. Und zwar ist das Position. Und das ist der, wo ist er? Also Marin ist noch in 8 Wochen verletzt und Stefaniak 6 Wochen, okay. Ist ja sogar gar nicht mehr so lange. Wir sind jetzt auch schon im März 2017. Und war das war nicht das letzte Spiel dieser Saison, oder nein? Wir machen nochmal ein Training. Und ist Donnarumma wieder da? Weil dann hätten wir Donnarumma gerade trainieren können. Aber egal. Ist Donnarumma wieder da? Ja, Donnarumma wäre wieder da gewesen. Haben wir jetzt nicht trainiert, ist glaube ich nicht so schlimm. Und Monatsbericht Jugendmannschaft. Und die haben Angebot zurückgezogen. Bla bla bla. Und der Luis Gosens, achso, ja, kann ich es machen. Teig Scherer möchte bleiben. Okay. Neuen Vertrag können wir dem nicht anbieten. Ich weiß gar nicht, läuft denn sein Vertrag aus? Hoffentlich nicht. Transfers, Verträge. Ach, muss ich natürlich auf Vertragsdauer gehen. Ich dachte gerade schon. Ja, der läuft dann aus. Kann ich dem das denn eigentlich noch geben? Weil wäre natürlich schön, wenn wir den halten würden. 10.000. 8.328 wäre Maximum. Ist blöd. Na gut, gucken wir. Ah, ne. Oh. Dann spielen wir jetzt nochmal gegen München.
die zurzeit nicht so gut dastehen. Müssten wir eigentlich gewinnen, spielen als 1. Vielleicht könnten wir heute nochmal ein Spiel gewinnen. Wir sind jetzt zwar auf dem 7. Platz und kämpfen uns immer weiter nach vorne. Und ich hätte schon wieder Donnarumma trainieren können und nicht Oxford in Schießen. Aber immerhin hat Oxford dann bald eine 75. Und da kam ganz viel dazu. Vertragsangebot. Bla bla bla. Okay. Kreuzer darf nicht spielen. Und da ist das monatliche Scouting-Update. Kann ich den jetzt? Ich kann ihn immer noch nicht verpflichten. Okay, den schon mal nicht. Nein. Wie sieht es mit dem aus? 150.000 können wir nochmal weiter beobachten. Aber warum können wir uns die denn nicht leisten? Das ist doch behindert. Und Kreuzer muss jetzt aussetzen und dafür kommt dann Müller rein. Und so. Ich hoffe, dass mal Stefania langsam wieder zurückkommt. Genauso wie die anderen. Oder, Marin. Und wir gewinnen 3 zu 1 gegen 1000, das ist gut. Denn Testritt möchte jetzt mehr Gehalt. Nein. Ich habe kein Geld. Okay, das mache ich auf jeden Fall nächstes Mal besser. Dass ich allen genug Gehalt gebe. Donnarumma hat kein grünes Zeichen mehr. Warum hat Donnarumma denn kein grünes Zeichen mehr? Ja, okay, den können wir jetzt gar nicht mehr trainieren. Dann muss wohl Oxford nochmal dran glauben und mit Schussgenauigkeit weiter trainieren. Wer denn? Warum hat Donnarumma denn kein grünes Zeichen mehr? Okay, der hat jetzt auch schon fast eine 85, aber trotzdem. Und Oxford hat die 75, das ist doch schön. Und dann können wir hier Nationaltrainer auf der Pressekonferenz. Wir könnten sogar noch aufsteigen, wir sind nämlich zurzeit Fünfter. Wie lange geht denn die ganze Saison noch? Weil wir haben. Ah, okay, wir haben noch ein bisschen Abstand. Aber wir haben noch 6 Spiele. Okay, in 6 Spielen kann auch vieles passieren. Dann müssen wir jetzt aber viel gewinnen. Damit wir aufsteigen. Zumindest noch den 3. Platz. Oh, das ist ein herber Rückschlag. Natürlich. Spieler ist auskuriert. Stefaniak ist sauber. Stefaniak kann wieder spielen. Das ist gut. Den brauchen wir nämlich auch. Und Stefaniak kommt dann für Rienen und dann auch direkt aufs Feld. Müssen wir nochmal gucken, wie der dann aussieht am Spieltag. Denn der wird natürlich jetzt hier auch wieder trainiert, der Stefaniak in Schussgenauigkeit. Und dann simulieren wir das alles. Und der hat jetzt bald auch die 76, das läuft super. Und wir sind jetzt, können wir mal gucken, 8 Punkte von dem 3. Platz entfernt. Oh, das wird sehr schwer, das noch zu schaffen. Wir waren am Anfang schlecht. Und das finanzielle Wachstum ist ein Problem. Stefaniak ist einsatzbereit, das ist doch wundervoll. Der möchte spielen, der darf spielen. Vorstandserwartungen. Wie ist das? Von einem Gewinn von 20 Millionen. Okay. Das schaffe ich nicht. Aber müsste eigentlich. Warte, was sagt ihr da hier? Verpflichte über 2 Saisons mindestens ein Spieler aus deiner Jugendakademie in der ersten Saison. Okay, teilnahmeberechtigt 4. Okay. Union Berlin. Das ist ein wichtiges Spiel, das wir gewinnen sollten, weil wir heim spielen. Und wir spielen nur unentschieden. Es wird immer knapper. Also, wir müssen jetzt endlich mal wieder gewinnen. Um dann auch wirklich aufzusteigen. Und Stefaniak hat die 76, das sieht gut aus. Da kann man auch direkt auf Weiterklicken. Und wir können hier Dynamo Dresden, wir haben jetzt 42 Punkte
Oh, jetzt sind es schon 10 Punkte. 10 Punkte. Ich glaube, das können wir gar nicht mehr schaffen, oder? Wir haben jetzt noch 4 Spiele und 10 Punkte Abstand. Das wird ganz schwer. Ganz schwer wird das. Also gegen Würzburg müssen wir jetzt gewinnen. Und wir spielen 2-2. Warum können wir denn kein Spiel mehr gewinnen? Das ist doch nicht mehr feierlich. Wir haben. Ja, okay, das ist nicht mehr möglich. Wir können diese Saison nicht mehr aufsteigen. Vielleicht können wir das dann nächste Woche Saison machen. Das wäre nicht schlecht, wenn wir das tun würden. Und Monatsbericht Jugendmannschaft haben wir wieder. Wie sieht der jetzt aus? Immer noch eine 56, 83 bis 93er Potenzial. Und jetzt spielen wir gegen Kaiserslautern. Und endlich ist Marin wieder da. Kann er denn heute auch direkt spielen? Marin dafür Floß raus und Ausmann auf die Bank. Wobei kommt. Ey, jetzt lass mich doch mal hier hin. Dann kommt. Machen wir das so und so. Dann. Okay, wieder zurück. Und simulieren jetzt gegen Kaiserslautern. Und wir haben genau 10 Punkte Abstand. Das können wir gar nicht mehr schaffen, denn wir haben nur noch 3 Spiele. Und damit ist es gar nicht mehr möglich. Also versuchen wir noch so hoch wie möglich zu kommen. Natürlich versuchen wir noch alle Spiele bis dahin zu gewinnen. Wir können aber keine Spiele mehr gewinnen, warum auch immer. Geht einfach nicht mehr. Und dann trainieren wir noch die Spiele alle so weiter und simulieren dann heute vielleicht noch den Anfang der Transferphase, wenn wir so weit kommen. Monatliches Scouting-Update verfügbar. Und zwar hat der jetzt schon einen 700.000er Marktwert. Der hat immer noch einen 150.000er, den können wir wegschmeißen. Der hat einen 130.000er, den können wir weiter beobachten, den können wir wegschmeißen. Wegschmeißen und wegschmeißen. Ich verstehe es nicht. Warum können wir den nicht holen? Wir hätten. Ja, ich muss alle ablehnen. Das ist doch behindert eigentlich. Eigentlich ist es so dumm. Ich habe eigentlich genug Gehalt, Budget über. Aber die wollen nicht, dass ich den verpflichte. Dann hoffen wir, dass wir mit dem nächsten Scouting-Sachen wieder die gleichen, also wieder gute kriegen. Und es geht 0-0 aus. Okay. Dachte gerade schon, ich hätte nicht übersprungen. Hatte ich aber. Es ging trotzdem 0-0 aus. Aber man kann ja auch nicht alles haben. Und dann können wir hier nochmal weiter simulieren. Die Pressekonferenz ist echt eines der unnötigsten Features in FIFA. Und wir spielen gegen Erzgebirge Aue, gegen die wir hoffentlich gewinnen. Die haben aber gegen Stuttgart gewonnen. Wir spielen aber heim und gewinnen auch endlich mal 2 zu 1. Geht doch. Wir haben das Ligaziel erreicht, das ist schön. Falls jemand das da oben rechts nicht gesehen hat. Oben rechts, da. Da, okay, sieht man eh nicht, weil da meine Webcam drüber ist, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Oxford hat die 76, das ist gut. Vielleicht sollte ich Stefaniak dann auch zweimal trainieren. Turnierpreisgeld. Für die zweite Bundesliga 9 Millionen. Okay, das ist nicht so schlecht. Warte. Habe ich dann. Das habe ich noch gar nicht, ne? Ne, habe ich noch nicht. Aber guck mal, ich hätte jetzt 4.000 übrig. Wenn ich jetzt auf Verträge gehe und dem jetzt hier die 10.000 anbiete, müsste das dann nicht eigentlich reichen? 4 Jahre, wie ich für erste Mannschaft. Und dann noch. Er möchte ja nur 3.300 mehr. Ja, also rein theoretisch könnten wir den sogar noch verlängern. Und damit Teixeira halten. Und er nimmt auch an. Ja. Oh, nein.
wir können hier nochmal trainieren und nehmen dann Oxford hier raus und tun dafür nochmal Stefaniak rein. El Rondo. Damit sich Stefaniak dann auch mal schneller entwickelt, genauso wie Oxford. Und Donnarumma hat bald die 85, das ist doch so unglaublich. Können wir dann für 10 Millionen damit, ich glaube, dann da halten. Und der ist auch egal. Und da können wir jetzt hier nochmal trainieren. Und Donnarumma hat die 85. Das ist doch gut. Wundervoll. So, so möchte ich es haben. Und wieder simulieren. Simulation stoppen. Wieder trainieren. Nie eine Trainingsphase vergessen, denn wenn man sieht, Donnarumma verbessert sich einfach um eine ganze Stärke fast pro Training. Fast. Angemerkt. Und dann dürfte... Ach komm. Dürfte das gleich vorbei sein. So. Oxford und Stefania haben bald die 77. Und Donnarumma entwickelt sich so, wie Donnarumma sich halt entwickelt. In jedem Spiel. Immer wieder das Gleiche. Und das, wie lange geht denn noch die Saison? Und jetzt braucht das Ewigkeiten. Ich kann nichts machen. Ich warte. Und da kann ich jetzt auf Saison beenden drücken. Und da hat man auch gesehen, Spielerleihe. Zufriedenstellende Saison. Noch besser abschneiden. Also alles im Allen ganz gut. Dann können wir hier auf Weiter drücken. Der Saisonspielplan wird dann erstellt. Fortuna ist aufgestiegen. Freut mich natürlich auch ein bisschen, denn ich bin ja Fortuna-Fan, wie man hier sieht. Da. Oder besser, ich glaube hier, da. Irgendwo. Sieht man es auf jeden Fall. Und das dauert ewig, diesen Saisonspielplan zu erstellen. Ja. Was ich dann jetzt machen würde, ich muss mal gucken, weil Spielerleihen sind ja abgelaufen. Und zwar, welche Spieler haben wir denn jetzt? Also, wo brauchen wir auf jeden Fall eine Verstärkung? Ich würde sagen, im rechten Flügel brauchen wir einen, weil da Gogia gar nicht mehr da ist. Und dann haben wir links Donnarumma, Oxford sind stark und ich würde sagen im Sturm oder Rechtsverteidiger haben wir Kreuzer eigentlich. So, dann brauchen wir auf dem rechten Flügel auf jeden Fall noch was und hier im Sturm. Und dann vielleicht noch rechter Verteidiger und ZDM, aber so viel Geld haben wir glaube ich gar nicht. Da müssen wir dann auch ein paar Spieler verkaufen, denn wir haben nur 4 Millionen an, wobei ja doch 4 Millionen und Transferbudget haben wir circa, aber da kommt natürlich auch noch der Cup dazu. Trotzdem müssen wir dann in der nächsten Folge mal gucken, wen wir hier alles verkaufen, weil wir brauchen nur zwei Teuter und das ist einmal der und also einmal Donnarumma und Vigas ist so schwach. Ich glaube, da würde ich mir sogar noch einen zweiten Ersatztorhüter ausleihen oder kaufen. Denn mit den beiden kannst du eigentlich nichts anfangen. Mit Konecki und Vigas. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Innenverteidiger. Wobei Awasi verliehen ist und deswegen wir nur drei haben, aber der auch wieder zurückkommen müsste. Und dann müssen wir da mal gucken, was wir da machen. Dann als Linksverteidiger haben wir 4, weil auch einer verliehen ist. Ne, 2 verliehen ist, nur einer haben. Rechtsverteidiger bräuchten wir noch einen. Und dann natürlich auf dem rechten Flügel haben wir gar keinen.
Wir haben im ZDM brauchen wir nur zwei, da haben wir schon vier. Und dafür im ZOM brauchen wir vier, haben aber nur zwei. Also hier im ZDM könnte man Fluss zum Beispiel verkaufen. Und dann würde ich noch, ja, Lamberts noch verkaufen, denn der bringt uns nicht mehr so viel, auch wenn ich ihn gerne halten würde. Denn ich bin Fortuna-Fan und Lamberts hat was mit Fortuna zu tun. Aber dann können wir, haben wir noch Asmann und Marin und zwei ZTMs. Und wir brauchen dann also eigentlich noch zwei ZOMs, einen rechten Flügel, zwei Stürmer. Wir haben drei Stürmer. Ah, eigentlich nur zwei. Zwei Stürmer, den können wir eigentlich verkaufen. Also entweder, weil wir möchten uns ja einen neuen, ja, wenn wir uns einen neuen Stürmer holen, dann können wir Verrien dann verkaufen, den eigentlich auch. Stefaniak natürlich nicht. Stefaniak, da bräuchten wir eigentlich, da haben wir Berko als Ersatz für Stefaniak und auf der rechten bräuchten wir noch mindestens einen, wenn nicht sogar zwei und im ZOM auf jeden Fall auch noch einen. Im Defensiven erstmal nicht. Und als Rechtsverteidiger noch einen. Eigentlich noch. Aber hier kann man mal gucken. Kann der Lato eigentlich auch. Der kann nur Linksverteidiger spielen. Okay, dann gucken wir, gucke ich einfach nächste Folge, wen wir uns da alles holen können. Und dann hoffe ich natürlich, es hat euch wie immer gefallen. Die Folge geht jetzt auch schon wieder 22 Minuten lang. Also ewig lang. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.